So, bevor ich hier weitermache, heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3. Ja, es klingt oder sieht zumindest interessant aus. Es scheint wohl ein schönes Abenteuer zu werden, ein schönes actionreiches Abenteuer mit Schießerei, mit einem Banküberfall, der gut ausgeklügelt war oder ausgedacht war oder beziehungsweise durchgeführt war. Ja, wir gehen jetzt gerade mal in einen Rückblick rein, der eine Woche vor dem Banküberfall, also das, was wir in der letzten Folge gesehen haben, stattfindet. Und wir gucken mal, was da passiert ist. So, Route festlegen auf die Karte mit der Options-Taste. Sorry, ich bin müde, ich laber ein bisschen scheiße. Und lege mit X den Zielort fest. Auftrag auswählen, drücke auf der Karte Viereck, um einzelne Kapitel anzusehen. Scrolle danach mit L und T durch die verfügbaren Einsatzziele. Nochmals eine kleine Anmerkung, ich spiele die Version auf der PlayStation 4. Okay, dann gehen wir mal drauf. Was haben wir denn Schönes? Haben wir irgendwo gerade ein Missionchen offen? Ah, hier oben, das sieht noch Mission aus. Okay, dann fahren wir dahin. So, ja, voll freigeschaltet, ein wenig okay. Action. Sammy, geht's gut? Seit das Telegramm kam, dass du heimkommst. Boah, die Bremsen sind aber ziemlich. Ziemlich locker. Und warum der sich jetzt gerade auf die Straße legt, weiß ich auch nicht. Sorry, wenn ich jetzt dazwischen quatsche, aber ihr habt ja die Untertitel. Sag aber nicht, dass ich dir das erzählt habe. Mach ich nicht. Seit der Sache mit Mama. Ach, Scheiße, du weißt ja, wie er manchmal ist. Er wird froh sein, wenn du da bist. Ich weiß auch, wo die Hupe ist. Dankeschön für die. Was ist denn hier los heute? Drehen gerade alle zurück. Sind wir hier in GTA oder was ist los? Polizeibeobachtung. Die Polizei greift dich an, wenn du in ihrem Sichtbereich Verbrechen begehst, dich verdächtig verhältst oder auch gegen Verkehrsregeln verstößt. Also ich wüsste nicht, dass ich gegen irgendwas verstoße. Die Polizeibeobachtung wird euch eine blaue Markierung in der Bildschirmmitte angezeigt. Ja, schauen wir mal. Oh. Erinnerst du dich noch an Marty und Ron Langford? Oh. Die kamen nach Empire Bay, als du ja, fahr du mal. Ich lass dich los. Die haben angerufen und gefragt, ob ich was haben will. Ich hab ja gesagt, ist für mich wie geschenktes Geld. Jedenfalls, vor einem Monat kriege ich Post von Ron und Marty. Sie steigen in den Heroinmarkt ein und suchen einen Partner für hier unten. Glaub nicht, dass Sammy da scharf drauf war. Von dem Gras habe ich ihm nie erzählt, geht keinem was an. Aber darüber muss ich mit ihm reden.
keine drei Worte und er brüllt los von wegen FBI und dass wir J. Edgar in den Hals kriegen. Die will nicht, okay. Zu verkaufen, wenn Kinder im Viertel rumrennen. Wir verkaufen kein Dope an Kinder. Als ob die überhaupt die Kohle dafür hätten. Aber jetzt mal ohne Scheiß. H ist kein Joke. Ich kannte ein paar Typen mit Namen, die es vertickt haben. Haben sich dann mit den Falschen angelegt und man hat ihnen die Kehlen durchgeschnitten. Scheiße, Mann, das weiß ich doch. Deswegen rede ich mit Georgie drüber. Das lässt Sir sich niemals gefallen. Georgie sagt, er kann es vor seinem Alten verheimlichen. Wir meiden das Hollow und Frisco und verkaufen nur im French Ward. Georgies Onkel Lou hält das Maul, solange wir ihm seinen Anteil geben. Ich weiß nicht, Mann. Georgie ist ein cooler Typ und alles, aber H ist kein Spiel. Mach doch mit. Er hat sicher nichts dagegen, wenn wir durch drei teilen. Weiß nicht. Ich zieh mich mal zurück und denk eine Runde nach. Ja, gut. Schon klar. Du musst immer schon ein bisschen aufpassen, dass sie nicht direkt noch mehr Ärger machen. Wir schauen in diesem neuen Laden im French Ward vorbei. Mit zwei Mädels vielleicht. Und mit wem soll ich da hingehen? Mit deiner Großtante Beatrice? Oh Gott, habe ich dir schon erzählt, dass ich sie mal ohne Bluse gesehen habe? Sind Informationen immer nicht. Die gruseligsten Hängetitten, die ich je gesehen habe. Alter! Bitte keine Informationen mehr. Kartoffelsäcke mit nichts drin. Na klar, zufällig. Hey Mann, fick dich! Ich hatte verdammtes Glück, dass ich das überlebt habe. Jedenfalls, du gehst mit Regine. Regine? Glaub mir, wenn du die siehst, willst du gleich loslegen. Ist das so? Die Hälfte der Jungs aus dem Hollow kleben an ihr dran. Wollen mit ihr ausgehen? Holen sich alle einen Korb. Sie hat bloß Augen für dich, Lincoln Clay. Fick dich! Warte ab, Mann. Sobald du sie siehst, steht er dir wie eine Eins. Ups, dann bin ich kurz am Ziel vorbeigefahren. Hier hätten wir hingemusst. Alter! Ja komm, nimm deine Mühle da weg. Ich will eigentlich nur da irgendwie einpacken. Passt. Wir parken. Rede mit Sammy. Alle noch. Vermutlich etwas von allem.
Ein wenig Action, gehe ins Bett. Das ist für mich aber keine Action, das mache ich nämlich gleich auch wirklich. Nach dieser Folge. Oh, vielleicht hab ich schon mal gehabt, Kollege. Oder was ist da los? Rede mit die Alice, aber ich will das gerade mal kurz immer angucken. Was ist das hier? So ein Playboy-Heft oder was? Es war nur eine Vermutung, Entschuldigung. Warum nicht? So. Genau. Suppenküche, Warm Hearts. 21. Februar 1968. Ich denke, als Schweißer arbeiten. 3 Monate Ausbildung, dann lässt die Gewerkschaft dich rein. Hast du es Sammy und Alice erzählt? Noch nicht. Ich wollte ein paar Tage warten und sie nicht damit überfallen, wo ich gerade erst wieder hier bin. Sie werden das nicht gern hören, aber sie kommen damit klar. Du musst tun, was für dich das Beste ist. Jetzt bedien mal die Leute. Ich bin gleich wieder da. Okay, serviere das Gumbo. Dann machen wir noch diese Folge. Grüß Sammy von mir, Lincoln. Mach ich. Na dann, wohl bekommst, Kollege. Warme Mahlzeit, warmes Herz, ganz gewiss. Ach so. Ich muss das selber machen. Ich dachte, er würde es automatisch machen, aber ich habe nicht unten links gesehen, dass noch was war. Jo, bitte. Hallo, junge Dame. Eine Portion. Bitte schön für Sie. Was du hier tust, ist ein wahrer Segen für uns, Lincoln. Vielen Dank. Jo, kein Problem. Der nächste, bitte. Erst 2 Tage hier und die schicken dich schon arbeiten? Ah, ich mach das gern. Bedeutet uns allen echt viel. Das ist super. Auch mal Anerkennung zu bekommen für was man tut. Werd besser nicht alt, Junge. Das ist eine verdammte Quälerei.
Ich guck mal, was ich machen kann. Und ich beneide jeden, der das hier auch wirklich macht. Hallöchen. Mir geht's gut. Schön, dich mal wieder im Hollow zu sehen. Hallöchen. Die großen braunen Augen wiederzusehen. Seht ihr das da draußen? Da scheint wohl fette Action zu sein. Vielleicht mache ich dann. Lincoln, es gibt Ärger! Renn weg, Reggie! Lincoln, wenn wir mit dir fertig sind, ist Sammy dran. Überdeckung springen. Und da. Einmal kurz. Schaka. Der kriegt auch noch einen auf die Nuss hier, der Kollege. Dang. Und der nächste. Haben wir einen verloren? Nö, nicht. Na, warum nicht? Die haben wir mal kurz eben vermöbelt. Knochen. Das würde ich auch gerne mal wissen. Aber hallo. Deswegen der Banküberfall. Das kann auch böse eskalieren, das stimmt wohl. Hoffentlich nicht. Okay. So, Story-Auftrag freigeschaltet, aber das machen wir nicht mehr diese Folge. Ich würde sagen, wir machen hier Feierabend, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Mafia 3 und ja, dann geht's weiter mit der Story. Bis dann und tschüss.